Anhand einer Spiegelung eines Punktes habe ich ja bereits gezeigt, was Interaktivität in einem interaktiven Geometrieprogramm bedeutet. Ich möchte das nochmal an einem weiteren Beispiel aufgreifen. Und zwar sieht man hier in GeoGebra gezeichnet vier Quadrate. Nur, was ist ein Quadrat in GeoGebra? Beziehungsweise ist es immer ein Quadrat? Denn ich habe hier Punkte in meiner Zeichnung, die ich bewegen kann. Durch eine bestimmte Farbe angedeutet, wird hier unterschieden zwischen freien Punkten, also Punkte, die ich bewegen kann. Das sind diese blauen. Und es gibt die grauen Punkte. Man sieht auch den Unterschied, dass der Punkt nicht wie hier drüben hervorgehoben wird. Diese grauen oder schwarzen Punkte sind nicht beweglich. Sie hängen von den anderen Punkten, die hier wieder blau sind, ab. Und nun probiere ich mal, was passiert, wenn ich hier an einem Punkt ziehe. Man sieht, dass der Punkt sich frei bewegen lässt. Und wenn ich den Punkt bewegt habe, ist mein Quadrat kein Quadrat mehr. Wir können hier vermuten, wie das Ganze gezeichnet worden ist, nämlich, dass einfach vier Punkte so gesetzt wurden, dass sie im Quadrat liegen. Und mit diesen vier Punkten wurde dann ein Vieleck eingezeichnet. Da diese Punkte unabhängig voneinander sind, verändern sie sich nicht mit. Das Einzige, was sich mitverändert, ist das Vieleck, das ja durch diese vier Punkte definiert ist. Im Grunde genommen habe ich hier also ein, naja, zufälliges Quadrat, das eben von dem Zeichner natürlich so hingelegt wurde. Aber es ist nicht im interaktiven Sinn ein Quadrat, dass es also immer ein Quadrat bleibt. Gehen wir mal zum Gelben. Hier habe ich zwei Punkte, die ich bewegen kann. Und hier zeigt sich, dass egal wohin ich diese zwei blauen Punkte bewege, ich tatsächlich immer ein Quadrat habe. Das heißt, dieses gelbe Quadrat ist auch im interaktiven Sinn immer quadratisch. Nun zu den anderen. Auch das grüne ist ein Quadrat, das offensichtlich eher zufällig quadratisch ist. Wenn man ein bisschen rumprobiert, sieht man, dass man hier von der Zeichnung her offensichtlich darauf geachtet hat, dass man ein Parallelogramm hat. Ich habe immer parallele Seiten. Und bei Parallelogramm gibt es natürlich auch den Spezialfall, dass ich eben ein Quadrat habe. Also ist das grüne Quadrat beziehungsweise das grüne Vieleck eher nicht wirklich ein interaktives Quadrat, sondern eher ein interaktives Parallelogramm, das zufälligerweise so gezeichnet worden ist oder zufälligerweise, es wurde eben so angeordnet, mit Hilfe der drei bestimmten Punkte, dass es wie ein Quadrat aussieht. Und wie sieht es jetzt bei dem letzten blauen Quadrat aus? Wenn ich da die Punkte bewege, vollführen die anderen irgendwelche komischen Bewegungen. Auf jeden Fall ist es auch hier so, dass ich kein interaktives Quadrat habe. Nur das gelbe Quadrat ist tatsächlich eines. Alle anderen sind anders definiert und man hat die Ausgangspunkte nur so zufälligerweise oder eben so hingelegt, dass die Flächen wie ein Quadrat aussehen. Immer probieren, ob es tatsächlich, egal wie man die Ausgangsobjekte bewegt, auch die Form oder die entsprechende Konstruktion ist, die man sich vorgestellt hat. Nur dann kann man sagen, dass etwas wirklich interaktiv ist.